Guckucks, du kleinen Schlampen. Guckst mal, wer wieder da ist. Hey Leute, es kam jetzt ja wirklich gefühlt eine Ewigkeit nichts von mir, außer die Videos mit Benny und die waren vorproduziert. Jetzt bin ich aber wieder am Start und zwar gleich mit einem neuen Game, Drug Dealer Simulator. Ich habe von Drogen ungefähr so viel Ahnung wie Til Schweiger von gutem Schauspiel, von dem her könnte das ganz interessant werden. Ich liebe aber diese Simulatoren, ich habe auch den Einbruchssimulator gespielt, den habe ich richtig gefeiert. Ich glaube aber, das Spiel ist von einem anderen Entwickler. Es ist aber auf Steam sehr gut bewertet, es soll sehr witzig sein, also schauen wir es uns einfach mal gemeinsam an. New game, Help Me Mummy, intended for casual players. Choose this if you want to slowly and peacefully learn the game basics. Kann man das Spiel auf Deutsch stellen? Choose language. Come on, safe. Nice. Beispiel. So, reicht die Bong weiter. Ey, ja, mach mal den. Komm, ich schätze mir das normal. You too! So, here we are. The adventure is hot. The big question is this my story or your story? Let's find out together, shall we? Okay. Unsere Butze. Wow, Alter, ist die Maus schnell! Schau dir das an! Oh mein Gott! Eingehender Anruf, hold tab. Hope you're up. I would let you sleep yesterday off, but I have some troublesome motherfucker to attend to, and it can't wait. I'm waiting for you at the main square close to my place. Sober up and come see me. Alter, ihr seht es nicht, aber ich bewege die Maus so ein Stück. Erste Aufgabe. Du kannst mit Tab und dem Organizer am oberen Bildschirmrand deine aktuellen Aufgaben prüfen, um die Standorte einzusehen. Drücke M, um die Karte zu öffnen. Dort findest du Marker mit den Quest-Locations, Kunden und anderen Punkten. He'll prep you up for the job. Okay. So. Alter, das wird nicht besser. Uns V-Sync müssen wir auch anmachen. Was ist denn da los? Der bringt gar nichts. Ich geh mal raus hier. Vielleicht ist das dann besser. Boah, das geht ja gar nicht. Ich könnte meine Maus selber langsamer stellen ein bisschen. Ah, booze and weed. The ancient enemies of short-term memory. Ich brauche einen Schlüssel. Yesterday you got so fucked up, that even I forgot where the keys are. Search the apartment. They gotta be here somewhere. Kann ja gar nichts machen. Keine Flasche zum Auffüllen im Inventar, okay. Achso, ich kann ja nichts aufmachen. Arbeitsstation zurzeit nicht verfügbar. Wow. Schlüssel. Apartmentschlüssel. Nice. Jetzt kann ich rausgehen, oder was? Oh, Schneiden. Was ist denn das? Pollen. Uiuiui. Da kickt die Pollenallergie. Task available. Wo müssen wir jetzt. Wo ist denn alles so laut in dem Spiel? Ah, hier ist Eddie. Okay. Also. Sag, wie läuft denn der? Der läuft nicht, der Depp die ganze Zeit. Hey, Hausi, komm mal rüber. Komm her. So ist das unser Homie Eddie, oder? Ja, er ist schon hart am. You're here. Looking Kiffen, good. Der Typ. Great. Sit down. I'll brief you up. Was mit dir? Muss ich mich jetzt echt hinsetzen? Well, come on. What are you waiting for? Ja. Applause? Ja, sit your ass down. Sitz doch schon. Doobie? Nein, ich habe mit Drogen. Ich möchte die Drogen nicht konsumieren. Nein, suit yourself. You know what? Sometimes when I get these so-called second thought kind of thing, I come here. Sit down and just watch this shit. You know that every trap in the U.S. has this bull? Well, okay. Anyway, good that you stretched up, because we've got some jobs to do. Listen up. I'm your main and only contact in the cartel. Anything and everything considering the business in and out goes through me. From now on, I'm your daddy, your boss, your fucking wife, all in one person. We're gonna start basic. Grass and amp. There are three packages waiting for you in a dead drop at the back of the supermarket. Grab them, go home, and get your laptop. There'll be clients writing you soon. You make them sales, and I'll get back to you soon after.
Questions? Wir werden bald auf dich Kunden warten. Anyway, get to work. Gotta go. We'll get to you later. So, dann müssen wir müssen zum Supermarkt. Hier, erstes Päckchen. So, einfach in die Straße runter, wa? Dann deppen wir da wieder hin. Hier ist ein toter Briefkasten. Ja, oder? Rüberspringen. There it is, see it? Spraydose. Boah, kann ich sprühen? Ich will was sprühen. Ich kann das nicht benutzen. Boah. Dachte, ich kann hier was sprayen. So, 5 Gramm Amphetamin und 3 Gramm Marihuana. Eine getrocknete Pflanze. Items, die zu lange in einem Container verwahrt werden, könnten gestohlen werden. Oioioioi. So, jetzt nach Hause. Now go back home and get to the computer. Your first client should be messaging you any moment now. You'll get notifications on new messages on your phone. But to read them, you'll need the encrypted app on the laptop. Okay, jetzt müssen wir wieder heim. Wo war denn heim? Ach, das zeigt mir. Alter, was sind das für Sounds? Hör doch mal auf. So, hier ist der Laptop. Okay, this is ShadyCom, a special, fancy, dark web communicator. This is where you order the merchandise from Eddie. And this is where your clients will contact you. It also has other options, but we'll get to that in time. Hey, können wir uns treffen? Brauche 3 Gramm von diesem Gras, das du vertickst. Okay. Speed habe ich auch. Kannst du haben. Brauche 3 Gramm Ganja. Hab ich Ganja? Ganja-Gras? Ich weiß es nicht. Ja. Oh boy. Ich glaube, Ganja ist Gras. So. Ach, ja, das ist ja eh der Typ da am Zaun gerade, oder? Ja, da vorne. Ja, so schaust du aus. Was wolltet ihr nochmal? Scheiße, ich weiß. Das ist nicht das, was der Kunde erwartet. Was erwartete Drogen? 3 Gramm Marihuana. 3 Gramm Marihuana. Achso, das ist zweimal. Ah. Aha, okay. Hier nehme ich bloß einen Teil. Steuerung aufheben. Was ist denn die Aufhebentaste? Was? Ja, will ich doch. Was ist denn los mit euch? Komm hier nicht mehr weg. Spiel! Kann nichts mehr machen. Wow. Was zur Hölle ist denn da los? Ich brauche aber nur 1 Gramm, Junge. Steuerung plus Aufheben. Wähle die Menge zum Aufheben aus. Ah, mein Gott, ist das umständlich. Scheiße, das ist ja richtig dämlich. Backpacks have downsides as well. The bigger the backpack, the slower you run. And more suspicious you may appear to the police. Scheiße, wieso sind das alles Asiaten? Ja, hier ist es. Du wolltest das Amphetamin. Kannst du haben. Und der letzte ist... Oh, der ist jetzt ein Stück weg. Da dappen wir jetzt hin. Ja, hier. So, du kriegst den Rest, Kollege. Fetten Respekt. Oh mein Gott. Alter, was ist mit den Sounds in diesem Spiel los? Du hast deinen ersten Deal und dein erstes Geld hinter dir. Die Kunden sollten bald mehr bestellen. Geh zum Computer und bestelle bei Eddie mehr Dope, um meinen Vorrat zu vergrößern. Machen wir. Boah, ich muss... Die Töne, die Lautstärke, das ist ein fucking Witz. Just don't set that too low, okay? Ich set das super low, Junge. Okay, habe gehört, dass du ein paar Deals abgewickelt hast. Nun, wenn du mehr Drogen brauchst, schreib mir. Wir bleiben in Kontakt und ich sage dir, wo du dann das Paket ablegst. Und... Okay. Nächste Bestellung von mir. Dieses Mal Gras, 10 Gramm Speed. Ich habe gar keinen Speed. Oder ist Amphetamin? 30 Minuten, bist du behindert? Ach, ich habe das bestellt. Diese beide Nachrichten. Oh mein Gott, okay. Dann ist Speed Amphetamin. Lacht mich ja nicht aus, Leute. Ich habe da echt keine Ahnung davon. Ich finde Drogen auch nicht gut. Will mit diesem Spiel keinen Drogenkonsum befördern. Die Lieferung einer Bestellung kann einige Zeit lang dauern. Alles hängt davon ab, wie groß das Päckchen ist. Vergiss nicht, dies im Voraus einzuplanen. Eddie wird dich darüber in Kenntnis setzen, wenn das Päckchen fertig ist. In der Zwischenzeit kannst du entweder eine andere Aufgabe übernehmen oder warten. Drücke T in deinem Versteck, um das Wartefenster zu öffnen.
Ja. Neue Kunden gewinnen. Du hast bislang 3 Kunden. Das ist süß, aber so kommst du nicht weit. Damit dein Geschäft wächst, musst du mehr Gegenden freischalten und deinen Respekt in der Höhe halten. Geh zum Computer und bring in Erfahrung, wie man neue Gebiete erobert. Hole das Päckchen vom Industry Zone Staple Paletten zurück. Okay. Bitte, das kann ich jetzt noch nicht machen. Ach doch, freischalten hier. Boom. Spray-Symbol auswählen. Das ausgewählte Symbol wird als Kennzeichen für dein Territorium gelten. Das Markieren deines Territoriums ist eine gute Lösung, um den Respekt in deiner Gegend aufrechtzuerhalten und Kunden bei dir zu behalten, so dass die Verkaufszahlen nicht... Wir nehmen das. Und ja. So, wo müssen wir jetzt hin? Truck Package, hier unten. Okay. Das heißt nach rechts, links, rechts. Okay. Hier irgendwo, gell? Ne, ganz falsch. Hier irgendwo. Ja, auch ganz falsch. Müssen wir weiter dabben, als ich dachte. Hier irgendwo. Genau. Aber wo? Ist was markiert. Alter, wo denn? Hä? Hier? Was soll ich riechen oder was? Mach doch irgendwie ein Ding hin, dass ich F drücken soll oder so. So. Yo, I heard the authorities got pissed by that tire fire situation and they're sending more police on the streets. Watch out for patrols while you run around, they might be nosy. Ich hab keine Angst vor den Bullen. Ne. Oder stand ich soll irgendwie zu meiner Werkbank gehen, weil ich was erlernen kann. Ich will jetzt aber erst... Ich kann gar nichts dealen. Ich habe keine Aufträge. Okay, dann gehen wir jetzt nach Hause in die Butze und tun hier mal irgendwas erlernen. Boah! Arbeitsstationen sind ein Teil des Equipments. Hier kannst du dein Drogenlabor einrichten, Drogen und Stoffe zu mixen und verarbeiten, lagern. Hier wirst du auch dein Endprodukt verpacken, um es zu verkaufen. Drücke L oder I in der Arbeitsstation, um die Anleitung zu... Oh mein Gott! Nach dem Game kann ich echter Drogendealer werden. Was ist denn los? So steht der unter Containern. Das ist die Gläser hier, das. So. Gut gemacht. Nun können wir den Stoff im Container platzieren. Es gibt 2 Wege, dies zu tun. Wähle den Stoff mit LMT aus und wähle dann Stoff hinzufügen in den Container-Optionen oder ziehe den Stoff einfach mit Hilfe der... Ja, ich kann den nicht mehr hochheben. Nein, Alter, ich will meinen Stoff wieder haben. Mann, Alter. Mitnehmen. Nimm mit. Linke Maustaste. Auswählen, hinlegen. Ich wähle es aus. Und dann... Alter, nimm die Scheiße wieder auf. Was ist los mit dir? Ich gehe kaputt. Ich will das wieder mitnehmen, Junge. Okay, jetzt konnte ich das wenigstens. Das ist halt alles überhaupt nicht da, wo ich wirklich hinschaue. Ja. Spaß, mach mal grün hier, so, zack. So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier einen Job haben. Yo, 2 Gramm Gras as soon as possible, bitte, Dude. Kriegste! Was willst du? Hey, hast du immer noch Speed 2 Gramm? Kriegste! Ja, ich suche Amphetamin 2 Gramm. Okay, extra auch. So. Dann verpacken wir das mal in 2 Gramm Dosen irgendwie. Okay, jedes Gerät im Equipment verfügt über eigene Optionen. Eine davon ist Produkt verpackt. Rechte Maustaste, Equipment Optionen. Es passiert nichts. Er macht das ja alles nichts da unten. Gehst du kaputt, Alter? Da gehst du echt kaputt. Nein, ich will nichts hinzufügen. Ich möchte das Gras hier rausnehmen, Alter. Der macht doch Witze, oder? Ich kann nichts machen. Ich kann... Amphetamin da nicht mehr rausnehmen. Jetzt geht's. Was? Was habe ich gedrückt, Alter? Nein, nicht 10 Gramm. 2 Gramm. Das zweimal. Warum geht es jetzt? Und hier auch. Produkt verpacken. Neues Paket. 2 Gramm. Erschaffen. Inventar. Fertig. Ach Gott, jetzt geh bloß aus diesem Scheißmodus raus. Jetzt machen wir mal unsere Lieferungen hier. Oh oh, die Cops. Genau bei ihm, Alter. Ich muss mit ihm dealen. Wie ging das nochmal? Steuerung aufheben. So, einpacken. Ja, wenn man die Steuerung mal rafft, aber sie ist schon übelst dämlich. Und wo noch? Unten der wieder? Das ist ja meine Stammkunden, gell? Ich weiß ja schon, wo die stehen. Das ist ja...
Punkte der, auch 2 Gramm Amphetamin. Hier. Boah, Respekt auf Maximum, was geht. Und Pepin Kuchanka noch hier oben. Da oben darf ich ja eigentlich gar nicht dealen, das ist ja nicht mein Gebiet, gell? Das muss ich erst markieren. Irgendwie. Wie markiere ich in mein Gebiet? Ah. Das war's. Keep in mind, gaining respect is one thing, keeping it is another. Ja, ja, das machen wir schon. Ich verprügel hier einfach alles. Slowly drops in time. So don't forget to keep those sales flowing. Low respect is less sales. Less sales is less money. And less money is, well, it just hey sucks, boy. Okay? Brauchst du was? Hast du endlich den Stoff, weil es ja so lang... Nein! Fuck! Oh! Ja, stimmt was nicht, Mann. Ich hab was vergessen. Halt die Fresse. Polizeistunde startet, Alter. Attention, attention. Wieso sagen die das auf Italienisch? Spanisch wahrscheinlich. Jo Leute, das war's aber erstmal an dieser Stelle. Ich weiß, das Spiel wirkt noch so ein bisschen komisch, aber wir werden uns den übelsten, das übelste Drogenkartell da aufziehen, Leute. Ich verspreche es euch. Ihr könnt mir dabei mal in die Kommentare schreiben, welche Erfahrungen ihr so mit Drogen habt und ich spreche das dann mit der Bundespolizei ab. Bis dahin eine schöne Zeit. Remember me for